Auch im Jahr 2023 haben wir wieder eine volle Ladung Blindensport in Form von Blindenfußball. Jetzt, wo so ganz langsam das Jahr ins Rollen kommt, der Januar so ein bisschen sich einarbeiten konnte, würde ich sagen, ist es an der Zeit, einmal zu schauen, was uns dieses Jahr eigentlich alles erwartet. Anfangen wollen wir natürlich mit der Blindenfußball-Bundesliga. Wie bereits im letzten Jahr wird es 8 Teams geben, die in 4 Spieltagen um die Meisterschale spielen. Der letzte Spieltag wird wie letztes Jahr ein Städtespieltag sein, und zwar in Köln. Starten wird die Bundesliga im April und sie wird sich bis in den September ziehen. Das aufgrund der World Games, die in Birmingham stattfinden dieses Jahr, wo sich auch die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert hat. Bleiben wir direkt bei der deutschen Nationalmannschaft, wie bereits gerade erwähnt. Dieses Jahr im August finden die IBSA World Games in Birmingham in England statt. Das ist die letzte größere Möglichkeit, sich für Teams in verschiedenen Sportarten, im Blindensport, sei es Goalball, sei es Judo oder halt auch Blindenfußball, international als Five Man Aside bzw. Football Five Aside betitelt. Die letzte Möglichkeit, sich für die Paralympics 2024 in Paris zu qualifizieren. Das Team um Bundestrainer Martin Mania hat somit eine gute Chance, die allererste Teilnahme an den Paralympischen Spielen zu ergattern. Denn wir müssen bedenken, Blindenfußball wird in Deutschland erst aktiv seit 2007 gespielt. Das heißt, wir sind nun mit dem 16. oder 17., je nachdem, wie man es rechnen mag, Jahr der Blindenfußballgeschichte in Deutschland. Hierzu wird es übrigens in nächster Zeit einige Videos auf diesem Kanal geben, also wenn ihr sie nicht verpassen wollt, liken und ein Abo dalassen. Zusätzlich international haben wir auch den World Grand Prix. Einmal jetzt Anfang des Jahres im März in São Paulo und später im Laufe des Jahres auch noch in Straßburg in Frankreich. Dort nahm auch ebenfalls die deutsche Nationalmannschaft letztes Jahr daran teil und hat sehr gute Leistungen gegen Top-Teams aus Brasilien, England und Japan erzielen können. Es bleibt also sehr spannend. Wir drücken natürlich den Deutschen die Daumen. Natürlich haben wir auch noch auf deutschem Boden das alljährliche Freundschaftsturnier in Hamburg, die Masters im Blindenfußball, ausgetragen von dem FC St. Pauli und auch hier jedes Jahr internationale Top-Teams, die dort zusammen mit dem rasselnden Ball spielen. Vermutlich wieder ungefähr das erste Wochenende im Oktober. So war es letztes Jahr auch schon. Schauen wir, wie es da so werden wird. Im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon für den Blindenfußball. Klein, aber fein die Terminaussicht. Und das nächste Mal schauen wir uns an, wie es denn eigentlich im Goalball dieses Jahr so läuft. So viel kann ich verraten, das wird ein bisschen mehr als im Blindenfußball.